So, ja, ein Stühlchen, ne? Danke. Danke dir. Dann setzen wir mal die Befragung fort. Bleiben Sie bei Ihrer Version, bei Ihrer Aussage. Naja, wie oft denn auch? Ich bleib bei meiner Version. Also, was soll ich denn jetzt damit zu tun haben? Herr Brandt, ich glaube, Sie sind sich nicht den Ernst der Situation irgendwie bewusst. Hier wurde eine Frau im Keller des Wohnhauses, wo Sie auch wohnen, wurde brutal niedergeschlagen und beraubt. Und ich glaube, es sollte in Ihrem Interesse sein, dass Sie uns da helfen, diese Sache aufzuklären. Ja, aber wie oft denn noch? Ich war den ganzen Morgen zu Hause gewesen. Herr Brandt, wir sind gerade dabei herauszufinden, was Sie damit zu tun haben. Und wir haben hier eine weitere Zeugin, die besagt, dass Sie zum Tatzeitpunkt am Tatort gewesen sind. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie den ganzen Morgen die Wohnung nicht verlassen haben? Naja, was soll denn das für eine zweite Zeugin sein? Irgendeiner der Straßenkids da unten schon wieder oder was? Also, ich war einmal ganz kurz am Briefkasten gewesen und dann hatte ich halt einen der Weiber da unten getroffen, die da nur Blödsinn machen. Sag mal, was machst du denn schon wieder hier? Ich mach doch überhaupt gar nichts. Pass mal auf, Fräulein, es reicht mir so langsam. Ich wohne hier und nicht du. Beim nächsten Mal rufe ich die Polizei, hast du mich verstanden? Okay. Verschwinde jetzt. Okay, ist ja gut. Ich will dich hier nie wiedersehen. Und daraufhin ist er halt direkt abgezogen und dann war ich am Briefkasten. Herr Brandt, also in Ihrer ersten Version waren Sie den ganzen Morgen nur in der Wohnung. In Ihrer zweiten Version waren Sie mal kurz am Briefkasten. Und jetzt frage ich Sie ein letztes Mal, ganz einschlägig, Herr Brandt. Waren Sie an dem Morgen unten im Keller oder waren Sie es nicht? Ich war nicht im Keller. Die wollen mir das nur in die Schuhe schieben. Herr Brandt, haben Sie einen Hund? Nein, ich habe keinen Hund. Naja, in Ihrem Wohnhaus sind ja Hunde auch nicht erlaubt, ne? Vielleicht haben Sie trotzdem eine Hundeleine oder sowas Ähnliches? Ach, totaler Quatsch. Warum sollte ich denn eine Hundeleine haben, wenn ich keinen Hund habe? Also. War nur so eine Frage. Hi, ich wollte nur gerade Bescheid geben, dass wir neue Erkenntnisse von der KTU haben. Oh, okay. Alles klar. Alles klar. Boah, ich informiere mal unser Opfer. Dann gehe ich zur KTU. Mhm. Frau Zöllner, wie geht's Ihnen denn jetzt? Ja, Sie können sich vorstellen, also ich habe schon noch Kopfschmerzen, aber es ist wesentlich besser. Mhm. Das freut mich. Ich möchte Sie auch darüber informieren, wie weit wir bis jetzt gekommen sind. Es gibt 3 Tatverdächtige. Okay. 2 Mädchen haben offensichtlich in ihrem Kellerverschlag genächtigt. 2? Und könnten durch sie verschreckt worden sein. Mhm. Weiterhin haben wir die Tatwaffe sicherstellen können. Und zwar hier diese Whiskyflasche. Mhm. Die Spurensuche läuft natürlich noch daran. Wir haben noch kein Ergebnis. Jetzt stellt sich mir die Frage, lagern Sie so etwas in Ihrem Keller? Nein, definitiv nein. Nein? Mhm. Okay. Die 2 Mädchen sind sich auch darüber einig, dass auch ihr Nachbar, der Herr Brandt, der Tom Brandt, vor Ort war. Könnte der ein Motiv haben? Also ich habe ehrlich gesagt nicht mal ein Gesicht dazu. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Kein Gesicht? Nein. Aber ich. Und zwar ist das der Herr Tom Brandt. Kennen Sie ihn? Ja. Also, wir sind uns schon mal im Hausflur begegnet, aber weitere Berührungspunkte oder Gesprächsthemen hatten wir nicht. Mhm, gut. Haben Sie einen Hund? Nein, ich habe keinen Hund. Ich habe eine Tierhaarallergie. Und, aber warum fragen Sie? Eine Tierhaarallergie? Mhm. Ich würde Sie bitten, denken Sie einfach noch mal ganz genau nach. Wenn Sie einfach mal die Augen schließen, noch mal diese Situation durchgehen. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Haben Sie irgendwas gespürt? Haben Sie was gehört? Hat der Täter mit Ihnen gesprochen? Jedes kleinste Detail könnte uns weiterhelfen. Vielleicht haben Sie irgendwas gerochen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Bitte denken Sie drüber nach. Ja, jetzt wo Sie was so... Genau, ja, ich habe Alkohol wahrgenommen, eine Alkoholfahne oder einen Geruch von Alkohol wahrgenommen. Mhm. Definitiv. Schritte gehört, aber wie gesagt, ich hatte diesen Lichtkegel im Gesicht und bin dann ja auf dem Boden wieder erwacht. Also von daher, ich habe wirklich nichts sehen können. Also jetzt, als Sie von dem Hund sprachen, ich habe vor 3 Wochen circa die Hausverwaltung angerufen, da tagelang zuvor in einer Wohnung, ich konnte es nicht zuordnen, ein Hund gebellt hat. Und also nachts und tagsüber und ich habe auch gesehen, wie der in den Hausflur sein Häufchen gemacht hat. Und
irgendwie hatte ich ein ungutes Gefühl. Ich weiß auch, dass Hunde auf jeden Fall nicht erlaubt sind von der Hausverwaltung aus. Und irgendwie habe ich mir Sorgen gemacht und dachte, okay, ich melde das jetzt mal, damit es geprüft wird, ob da alles rechtens ist. Mhm. Das ist jetzt so das Einzige, was ich... Du, Lara, entschuldige die Störung. Ich habe vorhin mit den Kollegen von der KTU gesprochen. Die haben ein paar belastende Hinweise für uns. Und auch die Kollegen von der Schutzpolizei. Die haben inzwischen mit der Hausverwaltung telefoniert. Und auch die haben ganz interessante Neuigkeiten. Hast du gerade mal eine Minute? Ja, na klar. Bleiben Sie bitte noch mal. Okay. Komm gleich auf Sie zu, okay? Alles klar. Gut, danke. Dass der Täter oder die Täterin nach Alkohol gerochen hat, war für uns ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ja, und vielleicht hatte sich der Tom Brandt noch vor seinem Gang an den Briefkasten eingenehmigt. Und ist er dann doch vielleicht in den Keller gegangen? Also, ich muss wirklich sagen, dass Sie das wirklich gemacht haben. Hä? Sie sind in den Keller gegangen. Ich war das nicht. Und haben die Frau niedergeschlagen und beraubt. Nein, ich habe damit nichts zu tun. Ich war das nicht. Herr Brandt, wir haben sogar Ihr Motiv. Sie haben einen Pitbull gehabt. Nein, völliger Blödsinn. Und laut Ihrer Hausverwaltung ist die Hundehaltung in Ihrem Haus verboten. Und da Sie ja schon seit über 10 Jahren in diesem Haus wohnen und eine gewisse Autorität sind, haben die Nachbarn bisher auch gar nichts gesagt dazu und haben geschwiegen. Bis vor 2 Monaten, als die Frau Jasmin Zöllner zu Ihnen ins Haus gezogen ist. Und sie hat dann Hundekot im Treppenhaus festgestellt, bellende Hunde wahrgenommen. Und ohne zu wissen, wem dieser Hund gehört, hat sie die Hausverwaltung darauf aufmerksam gemacht. Die Hausverwaltung ist darauf gekommen, dass sie einen Hund in ihrem Haus halten, in ihrer Wohnung. Und hat sie abgemahnt, mehrfach, dass sie diesen Hund loswerden sollen. Naja, das Ganze ging dann so weit, bis sie dann mit Kündigung gedroht haben. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als diesen Hund wegzugeben. Und das alles nur wegen der Jasmin. So war es doch. Nein! Herr Brandt, um mal deutlicher zu werden, wir haben sogar die Tatwaffe gefunden. Eine Whiskyflasche. Auf dieser Tatwaffe haben wir Faserspuren festgestellt. Die KTU wertet das gerade aus. Und das werden dieselben Faserspuren sein, die Sie wahrscheinlich an Ihrem Hoodie haben. Oder in irgendeiner anderen Kleidung. Wir werden Ihre ganze Wohnung auf den Kopf stellen. Ist das klar? Und wir werden da wahrscheinlich auch Fingerabdrücke oder irgendwelche anderen DNA-Spuren sicherstellen. Und das wird alles auf Sie zurückzuführen sein. Herr Brandt, ich bin auch Hundehalterin. Und ich kann es schon nachvollziehen, wenn so ein Tier wirklich einem ans Herz gewachsen ist. Und es ist natürlich auch ein Familienmitglied. Und wenn dann dieses Tier einem weggenommen wird, wie in Ihrem Fall, dadurch, dass eine andere Person sie verrät, dass sie unberechtigterweise einen Hund halten. Die Frau Zöllner war in diesem Fall ja sozusagen für Sie die Verräterin. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass das wirklich ans Herz geht, wenn Sie da einen Hund abgeben müssen, Ihren eigenen. Nur Sie müssen jetzt auch mal wirklich Klartext sprechen. Sagen Sie was dazu. Das ist Rocky. Ich hab Rocky vor 2 Wochen abgeben müssen im Tierheim. Wegen dieser scheiß neuen Nachbarin Jasmin, ey. Ich war heute Morgen im Tierheim gewesen und die Schweine haben ihn eingeschläfert. Sie haben ihn umgebracht. Er war angeblich aggressiv gewesen, aber es war er nie. Er wollte immer spielen, 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 spielen. Er wollte nur spielen. Er war kein Stück aggressiv gewesen. Und die Schweine haben ihn umgelegt. Ich bin nach Hause und hab was getrunken gehabt. Whisky. Whisky. Und dann bin ich runter in den Keller und wollte Nachschub holen. Und schon auf dem Weg in den Keller kam schon wieder dieses Drecksweib mir entgegen. Was willst du denn schon wieder hier? Lass mich in Ruhe. Immer das gleiche Dreckspack hier. Ich bin dann runter in den Keller und hab Nachschub geholt. Ich bin dann wieder raus und dann kam auf einmal Jasmin entgegen. Hallo? Wer ist da? Hallo? Ich hab die Whiskyflasche dann den Drecksweibern da in den Schlafsack gelegt. Damit man halt einfach nicht auf mich kommt. Ich hatte halt totale Angst und bin dann abgehauen.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Herr Brandt. Ich meine, Sie begehen hier eine Gewalttat, eine erhebliche. Wegen dem Verlust Ihres Hundes, wozu das Opfer ja noch nicht mal irgendwas dazu kann. Sie hätten von vornherein diesen Hund nicht halten dürfen in Ihrer Wohnung. Und das wussten Sie und haben es dennoch getan. Dass das irgendwann mal auffliegt, ist doch klar, das ist doch nur eine Frage der Zeit. Und dann wollen Sie jemanden dafür bestrafen, die eigentlich nichts dafür kann, wegen Ihrem Fehlverhalten. Und dann mischen Sie sich auch noch unter die Gaffenden und ja, schauen dem ganzen Schauspiel noch ein bisschen zu. Mann, ich wollte doch einfach nur gucken, wie es Jasmin geht in dem Moment. Und ich wollte halt natürlich auch nicht verdächtigt werden. Also dachte ich mir, mische ich mich halt mit unter. Und mir kam es halt gelegen, dass eins der Dreckskinder da wieder rumlungert. Und wo ist die Bauchtasche des Opfers? Die haben sie ja wohl mitgenommen, um es wie einen Raub aussehen zu lassen, oder? Ja, ich habe sie in den Müll geschmissen. Herr Brandt, auf Sie wird ein Strafverfahren zukommen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Und die Tatsache, dass Sie dieser Ausreißerin das Ganze in die Schuhe schieben wollten, das muss auch noch bewertet werden. Sie sind vorläufig festgenommen. Runter in die E-Maßnahmen und dann in die Gewahrsamszelle. Ja? Hallo, Nathalie. Hallo. Ja, wir konnten den Täter überführen. Und es war tatsächlich dieser Tom Brandt, den du ja ausgedeutet hast mit der Tätowierung. Du bist raus und das freut mich natürlich. Und wir haben eigentlich auch nie gedacht, dass du damit was zu tun hast. Die Anzeige gegen Nathalie Schneider wegen Hausfriedensbruchs wurde zurückgezogen. Mit ihren Eltern versteht sie sich wieder gut. Tom Brandt wird wegen Raubes, falscher Verdächtigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Bea Klausner muss sich wegen Einbruchs und Diebstahls vor Gericht verantworten.